Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play God of War 3. Beim letzten Mal haben wir ein paar interessante Prüfungen bestanden und heute konnten wir dadurch oder können wir dadurch hier ein bisschen weiter rumlaufen. Jedenfalls interessant, was diese drei Wächter hier zusammenhalten. Wir können es nicht kaputt machen, aber dazu kommen wir später. Stattdessen würde ich mal sagen, schauen wir uns mal ein bisschen um, weil ich gerade am Überlegen bin, das hätte ich vielleicht vorher nachschauen sollen, wo wir weiter müssen, aber weil ich dachte nämlich, dieses Tor da ist offen, ist aber nicht der Fall. Von daher muss ich mal ein bisschen schauen, aber das dürfte nicht so kompliziert gewesen sein. War doch genau hier sogar noch, ne? War das nicht sogar? Ah, ja, tatsächlich. Ein Götter des Olymps, auf Geheiß des Zeus. Wir sind die drei Ritter. Oh, und was könnt ihr? Erwarte dein letztes Urteil, Sterblicher. So sterblich scheine ich ja nicht zu sein, wenn ich schon dreimal aus Nahles gekommen bin. König Radamantis hält dich für würdig. Nun obliegt mir, König Minos, die endgültige... Na, und wie entscheidest du darüber? Deine Zukunft ist in Schatten gehüllt. Das Reich des Jenseits ist noch nicht bereit für dich. Hinter dieser Tür liegt ein... Ach, so war das. Okay, finde ich in Ordnung. Aber ich glaube, da drüben haben sie nicht aufgemacht. Okay. Aber ihr seht schon, wenn wir hier runtergehen, ja, dann gehen diese Sachen auch wieder runter. Das heißt... Ihr habt doch gesehen, das ist, glaube ich, dasselbe Material gewesen, wie damals bei dem Herz von Gaia, ne? Jedenfalls, schaut mal hier. Seht ihr dieses Glitzern hier? Das ist für später, bin ich der Meinung, wichtig. Also, ich meine, es ist nicht schlimm, wenn ihr das überseht, aber es wäre von Vorteil, wenn ihr das nicht überseht. Aber dazu kommen wir erst etwas später. So, auf jeden Fall, die Truhe würde ich ganz gerne aufmachen. Kratos, bist du dafür? Ja, bist du. Ist das eine Wechseltruhe? Ja, nein, dann wollen wir Magie mitnehmen. Ja, weil ein bisschen Magie schadet nie. Boah, da bin ich wieder am Rhymen und am Spitten hier. So, jedenfalls, das ist ein kleiner Teleporter und jetzt landen wir hier oben. Schauen wir mal erstmal, ob hier hinten noch irgendwelche versteckten Truhen sind. In God of War ist das ja immer so die Sache. Das da scheint die Kette zu sein, ne? Daran kann ich nicht. Und schaut mal, hier ist schon wieder so ein Steinchen, aber leider können wir damit nichts machen. Ich glaube, diese Kette ist uninteressant, oder? Kann ich da ran? Nee, da ist nichts. Okay, sah teilweise uninteressant aus, teilweise auch, als ob es dazu gehört. Aber gut. Hier hinten scheint nichts versteckt zu sein. Ich versuche echt immer meine Augen offen zu haben, Alpha Omega. Ich gebe mir da echt Mühe, dass du nirgendwo was siehst und am Ende sagst, boah, da hast du was vergessen. Ich hoffe es, ich benutze nämlich keinen Guide und darum könnte es sein, dass ich ein paar Sachen vergesse. Na gut, da haben wir den Überblick nochmal auf die drei. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Und hier schon wieder dieses Glitzern. Was mag das wohl nur sein, ha? Ja, mehr dazu später. Später. Immer in die Ecken gehen, tut es auch nichts. Und der hat auch so ein Ding hinten im Kopf drin. Scheint ja eure Masche zu sein. Jedenfalls müsste doch hier irgendwo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste es hier irgendwo runtergehen. Spiel, du kriegst mich nicht. Ich weiß hier irgendwo... Moment, ich bin jetzt mal mutig. War das hier? Okay, man kann scheinbar nicht mehr so gut über Abgründe springen, wie das früher der Fall war. In den Eltern. Zwei von euch. Jedenfalls, das hier sind Bomben, die wir dazu nehmen können, sie zu vernichten. Moment, achso, ich mach das falsch. Wir müssen diese Bomben nämlich... Moment, komm mal her. Bäm, wir müssen diese Bomben nämlich zünden. Ungefähr so. Genau. Komm, ihr kriegt mich nicht. Ich mach das einfach so und bäm, mit diesem Tackle. Das finde ich nämlich so geil, auf die Art und Weise gegen sie zu kämpfen. Da klatscht er erstmal an die Wand und dann einmal nach oben und dann hinterher und zack, zack. Also das finde ich so viel geiler in diesem Spiel, wie man comboen kann. Ist so viel sinnvoller und dann ziehen wir wieder runter und nochmal und dann gehen wir mit Hallo. Dann frisst ihr unsere Klinge! Friss! Genau so. Ich liebe es, die Viecher so zu killen. Der andere lebt auch noch. Na gut, dann kriegst du ein Pfeilchen noch. Oder ein paar Pfeile. Ja, zieht ordentlich und wir brauchen kein Leben mehr, von daher können wir ihn so killen. Na, also bringt mehr Orbs. Glaube ich zumindest, dass es mehr Orbs sind, hätte ich darauf achten können. Können wir diese Bomben eigentlich auch... Ja, wir können die auch kicken. Gut zu wissen. Und hier ist schon wieder dieses Glitzern. Ich bin doch nicht blind. So, aber wo ist dieser Gang gewesen, der nach unten führt? Das scheint hier zu sein. Denn hier weiß ich definitiv, dass hier was Verstecktes ist. Ja, wenn man schon klettern kann, dann ist es definitiv wichtig. Ich versuche wirklich so wenig wie möglich zu übersehen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich mir dieses ganze Geglitzer für später merken kann. War das das Einzige hier unten? Nur dieses Dingchen? Ich bin irgendwie, glaube ich, heute nicht auf der Höhe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben von einer Final Fantasy Session kam und wenn das nämlich der Fall ist, wenn ich vorher schon was aufgenommen habe, dann bin ich am Anfang so ein bisschen konfus. Aber gut, ich hoffe einfach, dass ich alles kriege und wir hören wieder dieses Gesinge. Bundesligaspieltag war diese Woche auch interessant. Bremen hat gewonnen, yay!
Aber gut, aber gut. So, hier sind noch ein paar Orbs, die wir mitnehmen können. No, no, Moment, 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 Moment. Alles bitte mitnehmen, Spiel. Kannst du... Mein Gott, muss ich echt... Na, volles Kommokatos, du alter Poser, du. Hier unten? Nein? Gut. Was haben wir denn da? Vater? Vater? Calliope? Kann das sein? Oh. Du bist nicht meine Tochter. Oh. Nein. Aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Bekennst du dich, Kratos? Was soll das heißen? Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feind! Aber? Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Schlafen. Du weißt schon, dass du dein Ohr nicht aufs Maul kriegst. Ich meine, Poseidon hat's vorgemacht. Aber gut, früh genug, früh genug. Nehmen wir uns ein paar extra Orbs mit. Wir haben über 4000 Orbs. Kann das sein, dass wir... Yeah, wir können unsere Klinge endlich verbessern. Immer her damit. Geht doch schön viel schneller als in den alten Teilen. Und wir lernen. Erhöhter Schaden für Chaoszyklonen, Chaoszyklonen in der Luft. Und die Magie hat sich auch ein bisschen verbessert, bin ich der Meinung. Die Agrosra. Was? Achso, nee. Agros haben wir von den L1 und 4 drücken. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, wir haben diese nette Attacke und dasselbe auch in der Luft. Wieder viel stylischer. Mag den Angriff. Aber gut, hangen wir ein bisschen. Und ich hoffe, ich habe hier keine Truhe übersehen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass da ein paar wichtige Truhen waren. Aber vielleicht tauchen die ja... Nee, das will ich gar nicht sagen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Ich behalte den Save auf jeden Fall hier für den Fall, dass ich doch was übersehen habe. Und dann spiele ich das nochmal. Aber gut, schlittern wir runter und hinterlassen keine Spuren in diesen Lianen oder Gewächs, was auch immer das ist. Und setzen unseren Weg weiter fort. So, da unten glitzert was. Das dürfte wieder eine Notiz sein, ne? Genau. Ich war für ihn verantwortlich. Ich musste ihn großziehen und ihm falsch und richtig lehren. Wer sich ihm nähert, leidet oder stirbt. Seine Frau, sein Kind, sein Bruder und jetzt ich. Ich habe versagt. Als Mutter, als Mensch... Seine Sünden sind meine. Bestrafe mich für seine Fehler und vergib meinem Sohn. Um wen wird es da wohl tatsächlich gehen, ha? Wer weiß, aber erstmal kraxeln wir hier an der Wand vorbei. Erinnert mich wieder total an Uncharted irgendwie. Erst recht mit dieser Kameraperspektive so ein bisschen an Uncharted 2 oder an Uncharted 3. Absolut. Aber gut, die haben ja eh, glaube ich, ein bisschen was miteinander zu tun, auch wenn es verschiedene Studios sind, aber ich meine ja. Nicht umsonst war ja auch die Naughty Dog... Last of Us Demo auf Ascension mit drauf. Aber okay. So, hier haben wir noch ein paar neue Gegner. Ich würde mal sagen, wir zünden das an. Oh, okay, die machen das schon selber vor. Dann mache ich den da. Oh, den einen da erwischt, sehr schön. Ihr mit euren komischen Glitzerärmchen hier. Wollt ihr was aufs Maul? Na dann komm. Komm her. Ihr könnt eh nichts. Komm mal her. Burn, Tickle. Oh, wehrst du meinen Angriff ab? Na dann komm her. Burn. So geht das schon. Einfach diese lockere Kombo. Zwei Schläge und... Ach so, ihr seid die Suizidviecher, ja? Geh weg mit deinem Lichtchen. Also mit Feuer funktioniert das immer ganz gut. Rennst du sogar mir vorbei. Na, geht dir mal. Und Burn Tackle. Und dann nach oben. Und dann weg, 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 weg. Sauber, Kratos. Haha. War zwar nicht genauso geplant, aber hey, es hat im Endeffekt funktioniert. Ich wollte nämlich nicht in der Explosion stehen. So, und immer links und rechts gucken, weil eventuell doch nochmal was auftauchen könnte. Aber ich glaube, hier drunter ist nichts, auch wenn es ein bisschen verdächtig aussieht. Ah. Wenn ich im Endeffekt ein paar Truhen übersehe, wird das schon nicht so schädlich sein. Mann. Wer habt ihr jetzt davon, wenn ihr einfach mich von hinten grabst hier? Komm her, jetzt kriegst du's. Und. Oder so. Passt schon. Und die Ops kommen da oben, also sehr gut. So, immer schön auch die Krüge mitnehmen, weil jedes bisschen an Orbs hilft uns. Oh, was haben wir hier? Ja gut, ohne Bogen wären wir nicht weitergekommen, aber. Ohne Bogen wären wir, glaube ich, auch gar nicht hierher gekommen. Von daher, ich denke mal, es ist auch ziemlich offensichtlich, was wir da machen müssen. Und die Truhe lasse ich mal zu. Denn, aber bevor wir das machen, will ich nur mal gucken, ob es nichts anderes gibt, was ich hier noch holen kann. Nö. Alles klar, das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen was die Büsche anzünden. Dadurch entsteht ein Feuer, welches genug Rauch macht, dass wir wieder nach oben fliegen können. Allerdings gibt es hier was, das habe ich beim ersten Mal spielen übersehen. Ich hoffe, ich denke diesmal dran. Denn zuallererst fliegen wir hier mal hoch. So, ach ja, ich glaube, das war sogar ein längeres Rätsel, aber ich muss wirklich sagen,
Die Optik ist echt bombastisch eigentlich, oder? Ich meine, es ist richtig geil. Es passt doch wirklich total in diesen Stil, dass es so das Gegenteil von farbenfroh ist. Also ich würde jetzt nicht sagen farbenarm, weil Farben gibt es ja, aber es sieht halt alles so dreckig aus und wirklich realistisch in dem Sinne. Also ich liebe den Grafikstil von God of War 3. Es ist richtig gut umgesetzt. Naja, komm. Und du jetzt auch noch ein bisschen jetzt nochmal wegrollen. Übrigens, man kann die, glaube ich, auch finishen. Kann man die nicht finishen mit einem... Okay, scheinbar nicht. Ich dachte, man könnte die mit so einem Kick dann noch finishen mit Kreis. Aber vielleicht lag ich doch daneben. Jedenfalls ein kleiner Schalter. Dann drücken wir den Schalter. Und beeilen uns dann ganz schnell darauf. Denn dieser Mechanismus ist ein bisschen schnell und der hält nicht für uns an. Aber wir müssen auf jeden Fall hier hoch, denn hier gibt es Bomben. Hier gibt es Endlos-Bomben. Wer jetzt hier so irgendwie was falsch machen solltet, könnt ihr das immer wiederholen. Aber natürlich. Wollt ihr? Habt ihr davon? Ja, wie gesagt, ihr könnt diese Bomben ruhig nehmen, denn da werden immer wieder neue gespawnt. Ihr seht ja da hinten im Hintergrund, wie viele da tatsächlich sind. Von daher gar kein Problem. Und bloß weg von der Bombe. In der Animation sind wir sicher. Und dann runterziehen. Richtig so Kratos. Du weißt, wie man Damage macht. So, hier ist eh nur grün. Von daher passt das schon. Beim ersten Mal spielen war ich hier auch ein bisschen verwirrt, wie ich die Bombe runterkriege. Denn ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass wir diese Bombe irgendwo hintreiben müssen. Aber schaut mal hier, wenn ich mich hier... War hier nichts? Okay, nee, dann passt das. Was wir aber machen müssen, ist definitiv diese Bombe, weil wir sie nicht einfach runterkicken können, irgendwie auf diese Hebelbahn bringen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, nochmal runter und die hier nochmal aktivieren, bin ich der Meinung. Weil ich glaube, dass die Stachel dann nur runterfahren, ne? Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell machen. So. Und jetzt ganz schnell dieses Bömmchen nehmen. Schnell. Sauber. Ja, deswegen alles zeitlich versehen hier. Wäre wohl zu leicht, wenn oben einfach noch ein Knopf wäre, mit dem wir die Bombe wieder runterschicken könnten. Und neue Gegner. Ich will aber nicht noch eine Bombe holen, deswegen passe ich hier jetzt ein bisschen auf, weil der Fahrstuhl da oder was auch immer das sein soll, fährt nicht wieder hoch. Sofern wir halt nicht den Schalter drücken. So, jetzt bleib weg von mir. Bleib weg. Ausweichen, Kratos. Oder wir wehren das ab. Genau so. Haha. Setze ich zwar nicht so oft ein, aber wenn, dann hoffentlich auch mit Erfolg. No. Geh. Ach, du kannst ihn ja nicht mal anvisieren. Irgendwie schade. Und was hat der bitte für eine Reichweite? Aber gut, wir haben die Bombe. Und diese Bombe, die brauchen wir. Aber wo werden wir sie tatsächlich brauchen, ne? Ach Moment, ich kann noch schieben, das geht eh schneller. Uiuiuiui. Und zwar, seht ihr schon, können wir sie hier runterwerfen. Und genau das haben wir auch vor. Von daher, blub. Yeah. Denn dadurch wird das Feuer nur noch stärker. Und das ist jetzt nämlich die Sache, da habe ich beim ersten Mal spielen nicht dran gedacht, weil schaut mal, hier ist doch eine Tür, ne? Beim ersten Mal spielen habe ich die einfach sein gelassen, aber wenn wir das Ganze so machen, dürfte das eigentlich halten, bin ich der Meinung. Und jetzt einfach hier dran hoch, ganz genau, und schaut mal, nein, und Kratos, mein Gott. So, jetzt bitte nochmal hoch, da wird es bestimmt noch einige Fails geben mit dem Klettern bei mir, aber wir werden sehen. So, schaut mal, wir können nämlich jetzt hier rein und ich... Moment, ich überlege gerade, was ist jetzt der richtige Weg? Das? Oder nämlich... Nein. Okay, da oben scheint der richtige Weg gewesen zu sein. Dann lasst mal hier kurz reinschauen. Ich glaube, das hier ist der extra Weg. Kann das sein? Lasst mich mal reinschauen. Ja, hier ist extra Weg. Schaut mal, wie viele Hände hier kommen. Mein Gott, aber jetzt gibt es auch nicht jede Menge Orbs. Also es lohnt sich definitiv, hierher zu kommen. Allein schon wegen der Orbs und wegen der einen Truhe dort vorne. Von daher auf jeden Fall diesen Raum nicht übersehen. Ist mir, wie gesagt, schon mal passiert. Aber gut, ja, ich weiß auch nicht, wieso mir das passiert ist, weil man sieht die Tür ja eigentlich. Und ich glaube, die Hände spawnen auch nicht endlos. Aber ihr seht schon, es gibt, ja, okay, jetzt nicht so massig Orbs, dass es sich wirklich lohnt. Aber sonst nimmt man eh noch Schaden, von daher. Einfach alles metzeln, die ganzen Hände. Hände, mein Gott, da fühlen sich ja perverse Kerle, glaube ich, wie im Himmel hier. Überleg mal, wie viele Hände hier aus den Wänden kommen. Ich mag zwar One Piece nicht, aber es könnte auch so ein bisschen Nico Robin-Style sein, ne? Ich glaube, wenn die einen Freund hat, dann fühlt er sich auch immer wohl bei ihr. Das Spiel ist ab 18, ich darf sagen, was ich will. So. Und wer den Witz nicht verstanden hat, der muss gucken, was Nico Robin für eine Teufelsfähigkeit hat. Dann wird das wissen. Jedenfalls, da haben wir eine Phönixfeder bekommen. Sehr schön, die zweite. Ich hoffe, das war auch wirklich die zweite. Ich weiß es halt wirklich nicht. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Weil, sofern ich am Ende alles habe oder alles auf Max habe, bin ich doch zufrieden. War in God of War 1 und 2 der Fall. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass ich das nochmal hinkriege. Irgendwie. So, jedenfalls, jetzt können wir locker bis hier nach oben fliegen, weil irgendwie ist das Ding wieder weg. Aber ich glaube, hier unten ist auch nichts gewesen, ne? Ne, und der Wind hält uns scheinbar auch oben. Ich glaube, wir können ewig fliegen. Kratos, posier für die Kamera. Alles klar.
Okay. Okay, weil ich glaube, in God of War 2 ist er ja immer mal ein bisschen abgestürzt, wenn man zu lange am Schweben war. Bisschen seltsam, aber gut. Also ein bisschen laufen, laufen. Und schaut mal, wie krass Kratos eigentlich animiert ist, oder? Also ich meine, es ist wahnsinnig. Wahnsinnig gut. Oder nicht? Ich meine, ich bin echt fasziniert, wie gut die Grafik in diesem Spiel ist. Das zeichnet halt die PS3-Exklusivtitel aus. Ich meine, insgesamt hat die Xbox halt die bessere Grafik gehabt. Aber wenn es um Exklusivtitel geht, kommt es an die PS3 nicht dran. Das sieht man bei Spielen wie hier. Oder bei Uncharted vor allem. Oder Last of Us auch. Besonders Last of Us. Aber gut, nehmen wir auf jeden Fall alles mit, was wir finden können. Müsste mal gucken, wie viele Punkte ich brauche, um den Bogen zu verbessern, weil diese eine Verbesserung... Ich gehe sogar davon aus, dass ich alles auf Max bringen kann in diesem Durchlauf. Eventuell nicht, aber ich denke schon. Ne, 2500 brauchen wir. Wenn wir nur ein ganz kleines bisschen brauchen. Schau mal, wie sieht der verdächtig aus, ha? Mit seinem starken Hammer. Ich hätte auch gerne Hammer. Die Tiefen des Tartarus. Die versiegten Lande erstrecken sich, soweit das Auge reicht. Sieht doch nicht so schön aus, aber gut, wer hier leben will, meinen Segen hat er. Und der erwacht tatsächlich zum Leben und der auch. Na gut, kommt der, wollt ihr ihn aufs Maul? Nö, so einfach lasse ich mich nicht erwischen. Nee, dafür... Boah, komm, zu zweit ist unfair. Zu zweit ist richtig unfair. Komm hier! Bam. Oh, weg. Das habe ich auch gehasst. In Ascension gab es ein paar Gegner, die teilweise eine Unverwundbarkeitsspanne aufbauen können und das nervt einfach nur. Gerade in Hack'n'Slays, wo es schnell gehen soll, wenn das dann der einzige Gegner ist, das sackt einfach nur. Also, das finde ich, haben die Entwickler doof gelöst, aber gut. Wir klauen uns den Hammer und jetzt ist Quick Time angesagt. Aufs Maul und aufs Maul. Sauber. Ups. Ja, und einer gegen einen, da hat er eh keine Chance, weil er viel zu langsam ist. Komm und Finisher. Bam. Ich sag's ja. Und jetzt den Hammer in die Fresse und X und Kreis. Bangerang. Ach, ihr kleinen Viecher wollt auch noch ein bisschen was? Na, von mir aus. Moment, ganz ehrlich, wir machen das einfach. Nein, eigentlich... Ja, komm, so würde ich das machen. Bam. Pfui. Das zieht immer so gut. Und stirb. Habt ihr jetzt genug oder war da noch einer, der was wollte? Noch ein Hammertyp? Moment. Timer stoppen, damit wir wenigstens noch ein bisschen Zeit dafür haben. Komm her. Nö. Deswegen ausweichen ist eigentlich ziemlich gut, wenn man nur einen langsamen Gegner hat. Ist das ja gar kein Thema, wie ihr hier sehen könnt. Der kann mir echt gar nichts oder ich spam ihn einfach so mit Angriffen zu. Moment, wir können ihn noch einmal normal töten. Zuck. Also bringt wenigstens ein bisschen Orbs. Ich glaube, mit Quicktime ist besser. Ich glaube ja. Aber gut, ich frage mich nur, ist da vorne ein Save Point? Sonst muss ich nämlich die Session weiter fortführen. Ich will nicht zu viel Overtime machen, aber da unten seht ihr schon, ist was. Aber was da unten ist, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Let's Play God of War 3. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.